Also ich sitze auf dem Fahrrad schon seit meinem vordritten Geburtstag und ja, kann mich also gar nicht mehr erinnern, wie ich es eigentlich gelernt habe, das Radfahren. Aber es war sehr, sehr früh klar, dass das Fahrrad ein Werkzeug ist, um autonom zu sein. Also ich fürchte, einige Leute müssen weg. Und dann müssen natürlich ganz viele Radfahrer und Radfahrerinnen noch her. Und eine große Vision brauchen wir, wie diese Stadt aussehen kann mit mehr Fahrradverkehr, Fußverkehr und öffentlichem Verkehr und dann ganz viele kleinteilige Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Meine Vision einer Fahrradhauptstadt ist eben eine Stadt, in der nicht nur Rad gefahren wird, sondern auch zu Fuß gegangen und S-Bahn gefahren und U-Bahn gefahren und ja, vielleicht sogar mit dem Schiff Lasten transportiert werden und ganz, ganz wenig Auto gefahren wird, bis nahezu gar nicht, außer vielleicht Krankenwagen. Zum Thema Fahrscheinlos fällt mir natürlich als erstes das Fahrrad ein, denn da brauche ich keinen Fahrschein, es sei denn, ich will mal mit dem Fahrrad und der Regionalbahn ins Umland fahren. Auch ein großes Thema, was noch verbessert werden könnte. Und dann fällt mir natürlich dazu der öffentliche Verkehr ein, der kostenlos sein könnte oder sehr kostengünstig und für Einwohner von Berlin oder Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt durch eine Subventionierung, durch einen Chip einfach kostenlos sein könnte.